Ich hätte jetzt jedes Kind getippt, aber nicht Rucksack. Hey, meine lieben Schiebis, willkommen zu einer Folge von Minecraft Endgames Challenge. Wir sind mit der Tracker Challenge von Odi HD 2.0. Wir müssen dafür natürlich das Kind Tracker nehmen und dürfen dann raten, was das Kind von demjenigen ist, der uns jetzt eben gegenübersteht oder der nächste Gegner von uns ist. Falls wir richtig liegen, dürfen wir ihn wie ganz normal töten. Sollten wir allerdings falsch liegen, müssen wir ihn in Ruhe lassen und weglaufen. Ich stelle mir das Ganze sehr interessant vor, vor allem, weil es sein kann, dass ich in dieser Runde einfach nur einen einzigen Kill mache, weil ich alle falsch hatte. Moment da. Da ist nur schon zwei Eisen drin, das ist sehr gut. Gucken wir einfach mal, ich wollte die Challenge echt schon lange aufnehmen, aber dann war ja erst der Köln-Urlaub. Und dann hat sich Ender Games gedacht, es macht eine kurze Auszeit. Aber jetzt ist endlich hier Ender Games back und wir können hier ganz gechillt diese schöne Challenge hier aufnehmen. So, jetzt machen wir uns erstmal ein bisschen Rüstung. Für all dieses Kit-Tracker übrigens nicht kennen, was denke ich mal einige sein werden. Ich kann eben das Kit vom nächsten Gegner sehen, sein Leben und seine Rüstung war es, genau. Also das Kit wird nicht so oft gespielt, leider. Ich finde es eigentlich ganz cool, aber es ist halt echt nicht so krass stark. Der hat ein Ding, ich schätze mal, er wird links sein. Verdammt Jäger. Stimmt, Link hat so eine scheiß Kappe, aber der da vorne ist natürlich Yeti, oder? Ha, okay, das heißt, den Yeti dürfen wir jetzt töten. Okay, 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 nicht ins Wasser fallen, Cube, nicht ins Wasser fallen. Das ist der größte Fehler, den wir jetzt machen können. Einfach hier ganz chill weiterhin. Das Blöde ist, dass dieses Eis lädt bei mir irgendwie gerade ein bisschen langsam. Komm, bist du überleckt, lässt halt eh wieder ein bisschen, Mann. Das liegt nicht an mir, ich habe extra nachgeguckt. Okay, der wird Tor sein, der wird Tor sein. Ja, der ist Tor, sehr gut. Das heißt... Komm schon. Bam. Wie viel Life hat er noch? Na, oh, der hat noch ein bisschen was. Das ist ein Switcher? Nee, also ein Schneegolem. Ja, ja, das ist ein Switcher. Gut, gut. Der kann ein Schneegolem werden, aber kann der ein Schneegolem werden? Also Leute, ein Switcher ist ja ein Schneegolem. Ich habe es überlegen müssen, aber ist ja so, ne? So, jetzt müssen wir das gucken. Der hat sich weggeportet. Ich krieg irgendwie keinen Kill, ne? Ich rate die ganze Zeit richtig anhand der Kit-Rüstung und so Stuff. Aber im Finale wird's schlimm, Alter. Im Finale wird's richtig schlimm. Also, was mache ich denn, wenn ich im Finale falsch rate? Ich würde sagen, wenn ich im Finale falsch rate, dann, muss ich warten, bis ich geportet werde. Oder? So, das ist jetzt ein... Ja, das ist ein Switcher, ne? Genau, so. Das... Oh nein, das ist ein Ungeheuer, oder? Was ist das? Du bist ein Bogenschütze, verdammt! Okay, dann du bist ein Mario, oder? Du bist bestimmt... Das ist ein Holzfäller, Alter. Willst du mich eigentlich komplett ficken? Du willst mich? Ja, Leute, wir chillen jetzt erstmal unser Leben und schauen ganz chillig unser Schwert. Wir dürfen ja eh nichts machen. Wir porten uns einfach mal ganz chillig weg, weil wie könnte ich hier eh keinen was anhaben? Das habe ich ausschließlich schon getrackt und weiß, der nächste ist Schinken. Vielleicht haben wir das Glück und der nächste Spieler wird einfach getrackt, geportet bis dahin. Ich sag aber, das nächste Kind einfach absichtlich nicht Schinken, damit man nicht sagen kann, ich habe geschummelt, ja? So, jetzt hören wir uns hier aber erstmal ein bisschen Stuff, den wir hier mitnehmen können. Okay, das war ein Jäger. Scheiße, das ist ein scheiß Zielsucher. Okay, er ist geportet worden, oder? Ja, er ist geportet worden, sehr gut. Das heißt, wir dürfen erneut raten. Enderman. Stomper? Was? So, nächste Runde, da oben ist der nächste. Das sieht mir sehr nach Holzfäller aus. Einfach, eigentlich, hä? Also, er hat eine Rüstung von Mario, eine Axt von Thor und baut sich hoch. Was bist du jetzt? Ich lasse einfach mal ganz kurz in Ruhe und sage, da hinten ist Zielsucher. Der ist natürlich Bogenschütze, Alter, ohne Witz. Ja, ne, ist ja kein Problem. Wir sind jetzt gefallen worden. Der nächste ist auf gut Glück ein Barbar. Er ist Rucksack. Er ist Rucksack. Ich hätte jetzt jedes Kind getippt, aber nicht Rucksack. Merkt uns einfach mal, der Gaming Freak ist ein Rucksack. Sollten wir ihn irgendwann wieder sehen, nachdem wir geportet worden sind, weil ich denke, nachdem wir geportet worden sind, dürfen wir nochmal raten, würde ich sagen, weil sonst ist das Ganze ja unmöglich. Dann merken wir uns einfach Rucksack sagen. Komm, wir hauen das mal ein bisschen ab, damit wir hier ein bisschen Abstand gewinnen. So, du bist jetzt aber ein Barbar, oder? Ja, endlich, mein erster Kill. So, Leute, wuhu. Ich nehme jetzt auch mal einen anderen Tracker mit, einfach nur um zu tracken, meine Enderperlen sind weg. Einfach nur um tracken zu können, wo der nächste Spieler ist, ohne sein Kit zu erfahren. Also, oder? Ja, genau, das funktioniert dann so. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir ein Ding bekommen. Eine Crafting Table. Weil dann könnten wir uns eine Dierhose machen. Und ein Eisenkrönchen. So. Und da kommt jetzt der Neck. Oh, der ist ja gut ausgerüstet. Was ist der? Was könnte der sein, Alter? Ha. Warte, wie heißt der? Okay, es ist nicht der Rucksack. Es ist ein Zielsucher. Es ist ein Barbar, weißt du? Weißt du, immer sage ich Barbar und... Oh,
Wir dürfen jetzt neu raten. Ne, ist natürlich ein Barbaro. Also, ja. Wir dürfen neu raten. Ne, nach dem Report dürfen wir neu raten. So, okay, jetzt einmal kurz reinsnacken. Er hat ein bisschen Schiss bekommen, aber das ist natürlich kein Problem, weil jetzt können wir den gleich ins Wasser boxen. Nice. Habe ich eine Enderperle? Ne, habe ich nicht. Ja, okay, jetzt ist er uns leider ein bisschen überlegen, weil er einen Bogen hat. Ja, das ist eine gute Idee. Gib mir einmal ein paar Pfeile. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. So, nice, okay. Haben wir getötet. Würde ich jetzt ganz gern einmal. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott. Was bist du? Bist du der Rucksack? Komm, auf gut Glück, nein, du bist nicht der Rucksack. Du bist Magier. Du bist ein Chamäleon, Alter. Lass mich doch einfach in Ruhe. Hier, lass mich in Ruhe. Oh, schnell weg da. Schnell weg da. Ich darf dich nicht töten. Man versteht es doch. Firemate wurde von Evo getötet. Okay, Evo. Evo ist... Keine Ahnung, was Evo ist. Evo ist ein... Ist Evo da hinten? Ja, Evo ist da hinten. Ah, der ist ganz weit weg. Okay. Evo ist ein... Was hatten wir denn noch? Ein Barbar? Ich hau ab. Ich lasse mich auf keinen Kampf mit dem Kengo rein, vor allem, wenn ich es nicht töten darf. Das ist immer noch Evo. Jetzt wäre es gut, wenn Evo mit Nico Gecko getötet. War Nico Gecko nicht der Rucksack? Kann das sein? Ach, Leute, ich bin mir gerade so unschlüssig, wer er ist, Mann. Ach Mann, aber wir haben schon 2 Kills. Also das heißt schon mal was, ja? Okay, Nico ist da. Warst du Rucksack? Du bist Holzfäller, Alter, ohne Witz. Okay, also Nico Holzfäller und okay, ist bloß nur Evo, der ist Känguru. Gut, merken. Nachdem wir jetzt geportet worden sind, dürfen wir nochmal Kit bestimmen und dann dürfen wir ihn töten. Aber erst dann. Okay, wir sind geportet worden. So, jetzt dürfen wir dich neu bestimmen, genau. Ja, du bist natürlich ein Känguru. Zack, hatten wir recht. Was ein Zufall aber auch. Ja gut. Das war ein sehr spannender Kampf, Leute. Also es war auf jeden Fall ein Hin und Her. Also es war sehr, sehr ausgeglichen, aber konnte man kaum sagen, wer gewinnt nach wenigen Sekunden. Ja, ich denke trotzdem, die Challenge war ganz lustig. Also ich finde die cool. Also auf jeden Fall Props an dich. Wie hieß du nochmal? ODHD 2.0, sehr coole Challenge. Falls ihr weitere Challenges habt, ab damit in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Like freuen. Jetzt ist die Infokarte eingeblendet und da geht es entweder zu einer anderen Ender Games Challenges Folge, wo ich keine Kisten looten darf. Oder es geht zum letzten Video, wo wir YouTuber raten. Könnt ihr auch mal reinziehen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, meine lieben Cubies.